Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, euch geht's allen sehr gut. Und ja, ich hab's getan. Wie der Titel schon sagt, ich hab's getan. Ich war gerade wählen, mit dem Fahrrädel hingeschippert, Kreuz gemacht, zack, zack und wieder zurück. Auf dem Hinweg habe ich mir irgendwie überlegt, wie es sich anfühlen würde, wenn ich nicht wählen würde. Und ich glaube, es wird sich, wenn ich einfach nicht wählen würde, wird sich komisch anfühlen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wählen zu gehen, fühlt sich für mich persönlich auch komisch an. Einfach nur, weil ich 0,0 Plan habe, um was es da geht. Oder klar, ich weiß grob, welche Partei für was steht und ab und zu hin und wieder informiert man sich da auch mal. Aber man, im Großen und Ganzen habe ich eigentlich gar keinen Plan von Politik so. Deswegen, wie gesagt, fühlt sich für mich auch ein bisschen komisch an, da einfach hinzugehen und ein Kreuz zu machen. Klar, man wird aktuell überall aufgefordert, egal Insta-Story, egal welche Plattform, jeder ruft auf, geht wählen, dies, das. Ja, alles schön und gut, haben wir ja auch gemacht. Keine Panik auf der Titanic. Also die ganzen Fachpolitiker jetzt wieder, die auf den ganzen sozialen Netzwerken hier große Reden schwingen. Keine Panik auf die Titanic, ich habe das Kreuz gemacht, ich war wählen, alles gut. Und ich würde aber einfach gerne mal wissen, wie ihr das seht, was ihr davon haltet, ob ihr wählen geht, wie das sich für euch anfühlt, schreibt es doch mal bitte alles in die Kommentare. Ihr müsst jetzt gar nicht reinschreiben, wen ihr gewählt habt. Das ist alles easy, alles undercover, alles Geheimnis-Styles. Aber genau, einfach wie sich das für euch anfühlt oder freut ihr euch drauf und sagt, ey, geil, Mann, ich kann jetzt wählen. Ihr seht gerade hier hinten übrigens, hier, der ein oder andere, der mir auf Instagram folgt, hat gesehen. Also hier hinten sieht man jetzt schlecht, steht ein Bonsai. Die kurze Story davon, ich wollte eine Kleinigkeit, die ich benötigt habe, bei der IKEA einkaufen. Das Ende vom Lied war, der Kofferraum war voll. Und hier steht jetzt ein Bonsai, obwohl ich nichts mit Pflanzen zu tun habe. Irgendwie sah der cool aus, ich habe ihn eingepackt. Und jetzt ist die Frage, ob man diese ganze Fensterbank hier vielleicht mit weiteren Bonsai zukleistert. Ich glaube auch wirklich, dass so viel, wie ich mich informiere über Politik, es ist einfach, sind wenig Menschen dabei, mit denen ich mich voll identifizieren kann, da ich sage, ey, cooler Dude oder coole Lady, so. Wahrscheinlich alles ist alles zu fremd irgendwie, für mich persönlich, ne? Ja, ich habe da nirgends irgendwie Parallelen, so dass ich sage, oh krass, den Mensch finde ich interessant, so. Irgendwie ist es, auch ist alles nur meine persönliche Meinung, so. Wie gesagt, schreibt mir das alles mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Das hätte man jetzt auch alles über Insta-Story oder so abhandeln können. Aber aktuell auch meine Meinung, Insta-Story, alles geil. Aber ich habe mir die letzte Zeit auch gut Gedanken gemacht, irgendwie, dass alles viel zu schnell vorbei rennt, weil alles so schnelllebig ist. Ja, und darunter zählt natürlich auch Insta-Story und diese ganzen Styles. Kurz Story hochgeladen, bam, 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 24 Stunden online, danach weg, weiter, nächstes, dies, das. Deswegen meiner Meinung nach wieder schön bisschen back to the YouTube-Videos. Wenn das Video hier online geht, ist wahrscheinlich die Wahl schon vorbei oder ihr wart alle schon schön wählen. Geht ja bis 18 Uhr das ganze Spektakel. Irgendwie sehe ich jetzt die ganze Zeit diesen Fleck da hinten. Vielleicht gibt es auch bald mal ein Bonsai-Video. Die ganze Fensterbank wäre noch frei für Bonsai. Was meint ihr? Soll man die zukleistern mit Bonsai? Hier steht er. Das gute Stück. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und hoffe natürlich, ihr wart alle wählen. Aber genau, schreibt doch mal, wie sich das bei euch angefühlt hat, dahin zu gehen, das Kreuz zu machen, was ein Event, oder macht ihr das einfach nur, weil ihr das müsst oder aufgerufen werdet. Lasst es euch gut gehen und ganz wichtig, seid lieb, bis bald, Ahoi.